unterhalb von dem Radar von Abmahnanwälten. Hallo, heute habe ich ein Video zu dem Thema Internet und wie können wir uns dort wieder frei bewegen. Also damit meine ich, wie ich es in den vorangegangenen Videos ja schon erklärt habe, wir als die, die sich die digital nicht so beschützt und behütet werden müssen wie die digitalen Analphabeten. Ich hatte ja schon in den vorangegangenen Videos ausführlich jetzt mal dargelegt, wie man die Fallen rund um DSVGO und Co., sage ich jetzt mal, vermeiden kann. Und jetzt geht es eher mal, also raus aus der Opferrolle, rein in, wie können wir uns da wieder sicher bewegen, wie können wir aktiv sein und weiterhin trotzdem als Kulturschaffende im Internet sowas Ähnliches wie Bestandsschutz haben, was jedem Menschen im analogen Bereich zusteht. Und wie können wir, der wichtigste Punkt, sozusagen unterhalb von dem Radar von Abmahnanwälten eben uns bewegen. Wobei es da gar nicht darum geht, irgendwas Illegales zu machen. Und das ist auch nicht das, was jetzt gerade die Leute, die rein technisch und digital interessiert sind, vorhaben. Aber das Problem in Deutschland ist ja, dass mit auch ungerechtfertigten Abmahnungen das Geld weg ist. Es ist dann zwar nicht beim Abmahnanwalt, sondern beim eigenen oder sowieso prinzipiell bei der Versicherung, aber es ist eben trotzdem weg. Also das ist ein Grundproblem und davor müssen wir uns schützen. Das ist schon angeklungen in den DSVGO-Videos, aber jetzt mal hier ganz konkret. Das Video ist ein Auftaktvideo zu einer neuen Reihe, in der ich jetzt aktiv diese Dinge vorstelle, ist selber aber auch Bestandteil der Entdigitalisierungsreihe, weil es eben ein überlappender Punkt ist. Und ich werde auch in Zukunft die Videos, die eher Richtung Entdigitalisierung und Warnung vor Fallen gehen, weiterhin mit dem alten Cover lassen und diese Videoreihe oder mit dem alten Thumbnail und diese Videoreihe mit dem neuen Thumbnail. So, jetzt konkret, worum geht's? Im Prinzip geht es darum, wir haben hier uns. Und die Kunst ist jetzt hier. Im Internet, also das Blaue hier ist jetzt das normale Internet, das genauso auch von den digitalen Analphabeten verwendet wird. Und natürlich bewegen wir uns dort auch, weil wir wollen ja auch mal was bei Amazon kaufen und wir wollen ja auch mal irgendwie was bei Wikipedia nachgucken. Allerdings greifen hier halt die normalen Regeln. Das bedeutet, es gibt hier keinen Bestandsschutz und es gibt ja eben auch keinen Schutz vor irgendwie Abmahnanwälten. Und jetzt ist eben die Frage, wie können wir hier trotzdem oder zusätzlich ein Netz schaffen, in dem aber eben auch nur wir unterwegs sein können, sodass diese zusätzlichen Schutzmechanismen wie überall eine Erklärung zum Datenschutz und so weiter eben nicht notwendig ist. Und da gibt es jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Also diese eine Möglichkeit ist, dass man sich, kann man sich vorstellen, man hat auf normalen Internetseiten zusätzliche Teile oder Sektionen, die aber sozusagen einsehbar sind für alle, aber eben von digitalen Analphabeten überhaupt nicht als Inhalte wahrgenommen werden. Das ist so die erste Möglichkeit und das ist so die leichtgewichtigste. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass man hier ein komplett separates Netz hat, in dem man unterwegs ist. Allerdings ist hier natürlich die Frage, man hat hier, möchte hier schon Berührungspunkte zwischen dem Netz und dem normalen Netz haben. Da muss man dann also gucken, wie man das hinkriegt. Und hier würde jetzt ein digitaler Analphabet gar nicht reinkommen. Und dann gibt es eben noch zusätzlich die Möglichkeit, dass es Teile oder Netze gibt, die ein digitaler Analphabet gar nicht betreten kann, weil er deren Existenz überhaupt gar nicht kennt. Also diese drei grundsätzlichen Möglichkeiten gibt es und für jede von diesen drei grundsätzlichen Möglichkeiten gibt es jetzt unterschiedliche Spielarten. Genau, also generell ist es eben so, also diese Inhalte könnte jetzt ein digitaler Analphabet, hier ist er, zwar sehen, aber wird gar nicht verstehen. Im besten Fall würde er gar nicht erkennen, dass dort zusätzliche Inhalte sind, oder wenn er sie sehen würde, würde er sie gar nicht verstehen.
Hier in diese zusätzlichen Netze würde er gar nicht hineinkommen können als digitaler Analphabet. Und hier wäre es sogar so, dass er den Weg an sich dorthin gar nicht kennen würde. Also er würde quasi gar nicht wissen, dass dort überhaupt etwas ist. Wie sieht das jetzt im Detail aus? Also fangen wir mal an mit diesen separaten Netzen. Da gibt es jetzt eben im Prinzip die Möglichkeit, also es sind hier dann quasi technische Schranken. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel ein Netzwerk hätte, was nur mit einer speziellen Hardware, ich habe jetzt hier mal einen 64er abgebildet, aber im Prinzip braucht man einfach eine spezielle Hardware, die von der breiten Masse an digitalen Analphabeten gar nicht verwendbar ist, die man braucht, um hier reinzukommen. Also damit meine ich jetzt zum Beispiel auch nicht ein Commodore 64, mit dem man ins Internet kann, weil ins Internet an sich, damit kann man ja dann wieder, können wieder alle rein, sondern es müsste dann schon ein spezielles Netz sein, also die Seiten müssten zum Beispiel in einem speziellen Format sein, sodass man das zum Beispiel, weil sie den Zeichensatz von so einem alten Computer verwenden oder so, dass man es das wirklich nur mit so einem Computer verwenden kann. Oder natürlich, bevor es mir einer in die Kommentare schreibt, natürlich auch mit einer entsprechenden Emulation, aber so eine Emulation in Gang zu bringen, ist auch wieder was nichts für einen digitalen Analphabeten ist. Wobei wir da schon beim nächsten Punkt sind, man kann sich da natürlich nicht drauf verlassen. Also eine Spielart wäre natürlich auch das Tor-Netzwerk. Mit speziellen Seiten, die man dann nur über Tor lesen kann. Also Vorsicht, über Tor kann man auch die normalen Seiten lesen, da bringt es natürlich nichts. Das ist aber jetzt schon an der Schwelle, weil es inzwischen so viele YouTube-Videos und so weiter gibt, dass unter Umständen, und weil es so leicht ist, das inzwischen zu installieren, dass inzwischen auch unter Umständen ein digitaler Analphabet da drauf kommen würde. Allerdings in großer Masse die Abmahnanwälte und ihre Scan-Bots und so weiter würden einem da noch nicht nachkommen. Aber wie gesagt, also das ist dann immer so eine Sache, hängt vom Verbreitungsgrad ab. Und die dritte Geschichte ist natürlich, indem man eben in irgendwelche Netzwerke geht, in denen der digitale Analphabet als Ganzes oder Teile davon, also zum Beispiel ein Abmahnanwalt, einem gar nicht folgen kann. Und da kommt zum Beispiel als großer Player China ins Spiel. Also es gibt ja verschiedene Varianten von YouTube in China. Und dort ist es natürlich so, dass wenn man dort eben entsprechend unterwegs ist, dann hat es so einen Abmahnanwalt, insbesondere einer, der nicht aufrichtige Interessen hat, sondern dem es nur ums Geld geht, wirklich schwierig, einem da zu folgen und dann von der chinesischen Regierung irgendwie über die IP dann hier die Adresse zu bekommen, an die er seine Abmahnung schicken muss. Ne? So, das ist so diese eine Spielart. Und ich habe für verschiedene von denen habe ich auch schon Dinge jetzt schon ausprobiert und vorbereitet, werde dann im Detail noch was dazu bringen in zukünftigen Videos. Eine andere interessante Spielart ist eben diese Inhalte, die einfach sichtbar sind. Also man kann sich das so vorstellen, dass also die einfachste Variante ist natürlich, eine Seite komplett abzuschließen. Aber da hat man natürlich wieder das Problem mit dem Verbreitungsgrad, ja. Die andere Variante ist, man kann sich das so vorstellen, dass man bei jeder Homepage unten noch ein paar Zeilen irgendwie dazu schreibt, die man nur mit einer bestimmten Technik eben lesen kann. Das Problem an der Sache ist, es ist ja nicht die, also man müsste es ja trotzdem auf eigenen Homepages machen, sodass man ja dann trotzdem wieder der Owner des Contents ist und theoretisch dann wieder voll in den Problematiken drin ist. Aber, also das wäre hier zum Beispiel der Fall. Jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet jetzt hier irgendwelchen Content, der zum Beispiel hinter Bildern versteckt ist oder der zum Beispiel hier so zerpflückt ist und sich dann nur durch die Verwendung eines anderen, spezielleren CSS zusammensetzen lässt. Dann würde ein normaler, also würde ein digitaler Analphabet, der mit einem normalen Browser da drauf geht, eben gar nicht so richtig das erkennen. Also es ist im Prinzip eine Variante von der Tor-Geschichte, wenn man jetzt über die CSS-Technik geht, aber wenn wir zum Beispiel dann über das Thema sprechen, Text versteckt hinter Bildern oder Text versteckt in Bildern, dann sind wir schon auf einer Variante, wo eigentlich dann, wo man einen digitalen Analphabeten komplett abhängt. Und eine große Rolle bei der Geschichte spielen jetzt auch so modernere Streaming-Plattformen wie zum Beispiel und Sharing-Plattformen wie zum Beispiel dieses TikTok, wo ich ja die Möglichkeit habe, zum Beispiel Videos hochzuladen, die an sich gar keine
die Messages noch gar nicht beinhalten. Und dann dadurch, dass ich Duette mache, in denen ich das zusammensetze, oder auch schon im Video selber, dadurch, dass ich das ja hochkant habe, kann ich zwei konventionelle Videos übereinander legen und dann auch noch über die Duett-Technik da ganz interessante Effekte erzielen, wo dann digitaler Analphabet wirklich komplett aussteigt. Plus TikTok ist auch chinesisch, also plus die China-Karte kann man an der Stelle natürlich auch wieder spielen. Und die letzte Variante ist dann eben die von Netzwerken, von denen der digitale Analphabet gar nichts weiß. Das wäre jetzt zum Beispiel Darknet, wobei ich dann richtig, also dann sprechen wir sozusagen von Deep Darknet, also quasi von den Darknet-Seiten, die ich dann auch über den Tor-Browser nicht direkt über einen Link erreiche. Und da ist dann eben auch wieder die Frage, also entweder ich habe wirklich so ein komplett abgeschirmtes Netz, dann ist wieder die Frage mit dem Verbreitungsgrad, also wie verbreite ich so eine Adresse dann überhaupt? Da kommt dann zum Beispiel wieder TikTok ins Spiel, wo man ein paar interessante Sachen sehen. Und oder eben ich brauche so ein entsprechendes Portal im Internet, wo dann wieder eine der beiden anderen Techniken ins Spiel kommen könnte, um so ein Portal dann, also weil sonst könnte ja der digitale Analphabet hier kann er ja hingehen, so außenrum versuchen hier reinzugehen. Das darf natürlich eben auch nicht passieren. Und wenn wir das erreicht haben, dann haben wir eben wieder hier Möglichkeiten. Also hier hat dann eine Seite eben wieder Bestandsschutz. Also die muss dann nicht hier alle 3 Monate, wenn sich gesetzlich irgendwas ändert, wieder mitbewegen, sondern die ist dann, wenn sie einmal instanziert oder installiert ist, dann ist sie auch, dann hat sie eben ihren Bestand da. Und hier haben wir eben auch diese Geschichte, dass uns eben da hier so gewisse digitale Analphabeten eben gar nicht hinterher folgen können. Und hier, also Darknet, Deep Darknet und ähnliche Seiten, also da gibt es ja auch noch die Möglichkeit, es gibt ja andere Netze, die hier komplett drüber gelegt sein können mit dem, mit anderen DNS-Bäumen zum Beispiel. Da haben wir natürlich dann sind komplett entkoppelt davon und haben dann hier eben auch wieder unsere Freiheit. Von daher heute dieses Schlüsselvideo, also Startvideo für die neue Videoreihe, in der ich jetzt diese Techniken vorstelle und parallel dazu natürlich weiterhin Gefahrenhinweise bezüglich DSGVO oder was jetzt auch mit den Upload-Filtern kommt oder jetzt dann als nächstes eben E-Privacy. Da würden sich mir jetzt theoretisch auch schon die Haare zu Berge stellen, wenn ich nicht für mich selber und für fast meinen ganzen Bekanntenkreis überall schon alle Internetpräsenzen runtergenommen hätte. So, wenn ihr weitere Ideen habt, die in dieses Themenfeld passen, dann bitte gerne als Kommentare unter das Video. Ich greife die Ideen unter Umständen auch auf und probiere sie aus, mache ein eigenes Video dazu. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.